Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 German von mir, eurem Ninja Shiten. Wir machen weiter mit der 100er Klasse und wir benutzen wir als Fahrer. Da ich leider noch keine Amiibos habe, da der Tag noch nicht so weit ist, sonst hätte ich gerne jetzt Amiibo genommen. Aber wir haben noch keine Anzüge. Genau, komm. Ja, Link nehmen wir einfach mal wieder hier. Das ist eine Arbeitsstrecke. Wir haben hier Standardblau. Wow, Standardblau. Wow. Mal was Neues. Nee. Hier das da mit. Ach ja, eine Sache wollte ich mal wissen. Und zwar, guck mal hier, große Reifen. So, jetzt passt mal auf riesig mit dem. Mal gucken, wie bescheuert das aussieht. Oh Gott, sieht das bescheuert aus. I. Stell dir mal vor, so einer fährt online. Das ist ja. I. Ja, Verstümmelung eines schönen Autos. Guck mal, so muss es aussehen. Schön flach. Na, so geht's auch noch und so, naja. Wollen wir mal Mercedes nehmen, auch wenn es ein bisschen schon out ist, aber ich habe das hier noch nie gefahren. Von daher nehmen wir den mal mit Mercedes-Reifen. Wunderbar. Und Hyrule-Gleiter. So, Triforce Cup und es gibt eine Änderung. Wir spielen heute mit dem Wii-Wheel-Rad, das heißt mit Motion-Controller. Könnte interessant werden. Eieiei, habe ich ja schon lange. Ich weiß die Steuerung gar nicht so genau. Ach, das denke ich mir. Ich denke mal, Mario Kart Wii-Steuerung teils, hoffe ich mal. So, damit wir den Gegner nicht die ganze Zeit wegfahren. Ist ja langweilig. So, wir fangen an mit Varios Goldmine. Hey, wie Goldmine. Hey, kennen wir ja noch. Ah, könnte das lustig werden mit dem Rad. Eieiei. Wie kann ich denn hupen? Weiß ich nicht. Da. Ich hab die Hub-Taste gefunden. Okay. Dann wollen wir mal. Okay, mal schauen, wie wir uns anstellen werden. So. Also ich spiele jetzt mit dem Wheelrad, oh, wenn ihr es nicht sehen könnt, haupt es mir einfach vor, man kann es hier sehen. Seht ihr das? Bewegungssteuerung. Boah, ich kann doch nicht mit Steuerkreuz spielen, bin ich bescheuert? Nee, könnte ich nicht. So, ich fand das Wheelrad damals eigentlich echt cool. Damit wurde ja auch Mario Kart wie so ein bisschen, als gutes Mario Kart gesehen. Denn mit dem Rad sollte man so ein bisschen das Fahrgefühl, glaube ich, sollte damit ein bisschen aufkommen. So, jetzt merkst du schon, es ist schwammig. Bin ich nicht gewohnt. Wie kann ich denn da hinten schauen? Ach, mit A, stimmt ja. Das habe ich Mario Kart 8, Wii, nie benutzt, das da hinten schauen. Weiß auch nicht warum. Weil, glaube ich, das A-Knopf, obwohl, das geht ja, wo es liegt. Hm, naja. So, boah, vor allem Driften ist manchmal echt ungewohnt. Und so, wunderbar. Ja, ans Eisen gekommen, aber egal. So, jetzt werden wir es abkriegen oder auch nicht. So. Okay, grün da hinten. Dann hier so rum. So, okay. Aufpassen, rot. Japanzer können wir nichts machen. Grün haben wir abgeworfen, aus Versehen. Ja, ist ja nicht so schlimm. So, wir haben eine Münze. Ist noch hier rum. Oh, der Gegner kommt trotzdem hinterher, obwohl ich ein bisschen schlechter spiele. Obwohl, das geht ja eigentlich, weil ich hier spiele. Hat zwar viel Spaß mit dem Rad zu spielen, muss ich sagen. So, ein Stunt gegen die Mauer geheizt. Wunderbar. Oh, Superhorn, wunderbar. Okay, so. So rum. Und letzte Runde. Gut, letzte Runde, dann gehen wir nochmal alles. Wir haben noch einen guten Vorsprung. Da können wir noch mal ein bisschen runterfallen, ne? Aber hey, machen wir nicht. Eine Banane, okay. Hier rum. Und schade. Können wir natürlich nichts mehr los. Und zwei grüne Shy Guys. Die winken. Hier sind auch noch mal ein paar Shy Guys. Die kümmern sich wieder ums Gold. Muss ja weitergehen, ja, der Goldbau. Heißt aber das Goldmine. Also das heißt, wenn weiß, dass das seine Goldmine ist, dann lässt der Shy Guys für sich arbeiten. Muss so eine große Mine aussehen, wenn man sich das hier mal anschaut. Wow. Oh Mann, ich hoffe, Varios jetzt für den kleinen Shy Guys. Oh. Oh, da kommt ein blauer. Hey. Und bam. Okay. Falls ihr frei, ich habe das schon auf der Karte gesehen. So. Dann hier. Okay. Und so. Und rum. Und Ziel. Herr Tiek. Wunderbar. Okay, nächstes Rennen. Ging ja so einigermaßen. Ich dachte, es wäre schlimmer, aber
Geht noch. Okay, wir haben ja noch. Welche Strecken haben wir noch? Okay, jetzt kommt, glaube ich, Excitebike, ne? Ne, SNES. Ein SNES Regenbogen Boulevard. Ein SNES. SNES, SNES, SNES. Okay. Dann wollen wir das mal. Oh, das könnte lustig werden mit viel runterfallen Action. Hey. Das könnte jetzt eine lustige Strecke werden. So. Okay, ja. So wie gescheckt. Was war jetzt nochmal? Ich glaube, eins war. Ne, eins war hüpfen. Ich kann mit eins transportieren? Okay. Ist ja interessant. Wie habe ich denn gerade gebremst? Bumm. Hatte ich nicht gerade ein Item eingesammelt? Ach, was weiß ich. So rum. Pflanze. Aufpassen. Okay. So. Ah, geile Musik wieder. Hier. Die Forms sehen aber auch schön aus mit ihren Glanz und so. Schon schick. Wie kann ich denn hier hinten schauen? Weil, wieso kann da hinten schon nicht eins sein? Ist doch doof. Ach, Mano. Roter Panzer. Hier rum. So. Okay. Okay. Ja, aufpassen. Hier rum. Gut. Kein Stunt. Okay, dann nicht. Wir haben roten Panzer. Das sollte erstmal reichen. Und den haben wir auch noch nicht verloren. Wir verlieren jetzt mit keine Sachen, wenn wir runterfallen. Aber damals war der so, ne? Oder? Weiß ich nicht mehr. Schwein ja. So, hier ein paar Stunts ausgeführt. Wunderbar. So, okay. Letzte Runde. Vielen Dank, Lakito. Und tschüss, Lakito. Ja, auch ein bisschen. So. Okay. Wunderbar. Planierung. Okay. Ah, ja, okay. Ich sag grad nur ja, okay. Aber es ist halt. Ah, wohl einfach wird das nicht. Es erfordert viel Konzentration. Das sagen wir mal so. So. Okay. Und bam, verdammt, da wurde ich noch getroffen, aber es ist nicht so schlimm. Wir sind trotzdem Erster. Wunderbar, nächstes Rennen. Ladezeit, Ladezeit, Ladezeit. Juhu. Und Polarkreis-Parcours. Okay. Ja. Ich finde die trotzdem so niedlich. Vor allem alle hier mit ihren schönen Winteranzügen. Obwohl oben den Kopf muss ich ja so sehr kalt sein. Ich meine, die haben keine Mützen auf. Naja. Solange hier nicht kalt wird, ist alles gut. Die Strecke könnte jetzt interessant werden, weil sehr viele Kurven und ja. Mal schauen. Was sind wir Erster? Frage ist, wie lange? So. Darunter gehen wir mal. Dafür braucht man ja keinen Pilz. Wusste ich nicht. Ich habe das gesehen. Haben die Handschuhe an? Das weiß ich nicht. Konnte ich nicht so schnell erkennen. Müsste man mal kurz stoppen und anschauen. Aber ich glaube, so wichtig ist es dann noch nicht. So. Okay. Autsch, autsch. Dann hier. Wunderbar. Nein, da haben die Handschuhe? Ich sehe es nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, die hatten Handschuhe an. In ihren Kopf haben. Okay. Da ist wieder was abgefallen. Das finde ich auch schön, dass hier so Sachen abfallen. Hat schon schön gemacht. So. Muss aber wirklich sehr kalt sein, die Strecke. Ist das ja eigentlich so Glatteis, worauf wir fahren? Nee, ne? Das ist eigentlich. Das fühlt sich eigentlich ganz normal an, ne? Und interessant, wenn es die ganze Zeit so glatt wäre. Wie bei Sorbet Land, ne, wenn man da auf dieses Glatteis fährt. Aber ne, hat man eigentlich festen Grip, muss ich sagen. Wäre lustig, wenn sie noch Glatteis gemacht hätten. Also. Oder so eine Passage mit Glatteis drauf. Ich meine, wir sind ja hier, ne? Und. Oh, vielleicht halt die Tots, die. Vielleicht ist das ja eine beheizte Bahn. Ne? Obwohl man sieht ja hier so ein bisschen, hier geht ja schon ein bisschen Schnee drauf.
Ne? Naja. Passt. So. Wäre lustig, dass dieses Horn von diesem Schiffes hat einfach mal so ein dunkles Blau, dann kommt Rot und dann Gelb. Ne? So ein bisschen Deutschlandflagge. Warum haben sie das wohl gemacht? Hm. Aufpassen, oder? Gefallen. Möp. Oh, da sind wir ein bisschen durch die Gegend geglitscht, aber okay. Aber. Ja, aufpassen, okay. Ich frage mich ja echt, warum dieses Horn dann diese Farben hat. Vielleicht wollte man an die WM nochmal gedenken oder ist es einfach nur Zufall, dass es diese Farben hat? Hm, man weiß es nicht. So. Wunderbar. Und hier rum. Und das war's. Und ja, ich glaube, die haben Handschuhe. Hab dann, glaube ich, so ein bisschen gesehen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann kann es ja weitergehen mit der letzten Piste. So, zweite Ausgabe, Pilbos Piste. Kennen wir ja alle. Ist ja nichts Neues. Aber immer noch schön. Aber hier hat man auch nur Shy Guys. Den Hyrulianern hat man wohl keine Stimme gegeben. Hm, naja. So, los geht's. So, okay. Mit Mercedes hier durchfahren? Ja, warum nicht? Link hat sich ein bisschen was gegönnt von seinen ganzen Rubinen. Und ja, er ist vielleicht ein bisschen alter Mercedes, aber... Ne, Mercedes. Ich kenne mich zwar mit Autos nicht so aus, was denn wert sind, aber... Ich glaube, wenn man damit rumfährt, dann... Ja, keine Ahnung. Ja, mal gucken. Kinder ist hier hin mit dem Rad. So, nein. Ja, nein. Doof. Geht das noch auf? Nope. Schade. Hat es jemand geschafft von hinten? Nö, auch nicht. Ist alles zu doof für. Okay, hier so. Eine Banane. Banane, Banane. So, so. Und okay, kein Stunt. The Legend of Zelda. Lalalala. So, hallo Blooper. Und. Oh, Banane aufpassen. Nicht ins Grün. Da durfte ich gerade mal nicht driften. So. Okay, und so. Also sonst haben sie sogar eine Kanone. Interessant. Okay, jetzt hin, der Dresel alleine. Ja, Tatsache. Geil. Schön. Schön, schön. So. Ach, dann hätten sie mal ja so einen Berg, so einen Vulkan. Das ist ja interessant. Hier, wie heißt das jetzt noch? Vulkan of Death? Heißt das so? Nein. Vulkan des Todes? Oder Todesberg hieß der doch, genau. Meint ihr, das ist der, den man da hinten sieht? Ah. Oh, jetzt bin ich. Upsala, was war ich denn jetzt hier? Ups. Übrigens gibt es hier keine Ab. Hier darf man ja abkürzen ins Spiel. Gibt ja keine Strafen oder so. Hm. Dass der Todesberg ist, könnte sein, ne? Interessant. So. So. Oh, da gab noch ein blauer. Dann wird leider vom Timing her nicht mehr passen. So und so. Na, vom Timing nicht mehr gepasst. Das erste war schon wieder unten. Schade. So. Guck mal, das soll der Todesberg war nicht, ne? Gott, der hat sogar die weißen Trinker da rum. Das ist echt der Todesberg. Wie geil ist das denn? Schönes Detail auch wieder. Aber ich glaube, da ist er mal. Das sieht für mich so aus. Und ich hoffe, der hieß Todesberg. Ich meine ja. So. Und das war's. Und mit Virat. Echt nur Erster und immer Erster geworden. Geil. Hätte ich nicht gedacht. Ja gut, Leute. Das war's denn mit dem Triforce Club. Club von den. Nein. Cup in der 100er Klasse. Jetzt gibt es noch den Pokal und im nächsten Part sind wir uns dann wieder im Online-Modus. Mal schauen, wie wir uns da so schlagen werden. Und hier noch die Highlights von Viva Goldmeile. Goldmeile, genau, ne, Goldmine. Und der Grüne. Ach, guck mal, cool.
Ist so schön. Also was mag ich hier, diese Highlights und schon was Schönes. Jo. Wie ist es dann beim nächsten Mal wieder? Wenn es wäre Let's Play Minecraft 18 schon mit von mir auf der Nintendo. Und dann wieder mit dem Online-Modus. Und ja, bis dahin. Ciao, euer Ninjoshi Tendo.